Herzlich willkommen auf meinem Kanal Alter Mann spielt. Wie schwer nichts überzusehen ist und wie wahrscheinlich auch im Titel stehen wird, Star Trek Infinity. Das neue Spiel. Clausewitz, Paradox, Nimblegent. So, als erstes will ich was sagen, machen wir die Musik ein wenig leiser. Ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt. Ich habe mir die ersten zwei Folgen, oder waren es drei, von Whiting Bull angesehen. Und der ist sowieso auf Englisch, glaube ich. Und ja. Nur um zu schauen, wie es ungefähr aussieht. Spiel. Cloud. Das machen wir mal sicherheitshalber an. Ach nein, brauchen wir glaube ich nicht. Automatisch speichern halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich. Machen wir monatlich. Scrollen am Bildschirmrand an. Ja, kurz Infomodus, Zeitsperrung, Aktionssperrung. Keine Ahnung, was das genau ist. Ereignis fortsetzen. Aktivitäten Steam anzeigen. Ja, kann man ruhig. Lassen wir mal. Wir wollen ein neues Spiel spielen. Ich habe mir schon meine Gedanken gemacht. Gedanken eigentlich nicht. Ich habe im Internet gesehen. Ich habe einfach mal Star Trek Infinity eingegeben. Zu größter spielen sie die Föderation. Ich glaube, einer spielt die Romulaner. Und ich hatte eigentlich von vornherein, bevor ich schon geguckt habe, was die Leute spielen, mir gedacht gehabt, wir spielen die Klingonen. Die Ehre dem Reich. Anfänger von Kahles. Anhänger von Kahles. Der mächtige Kahles wird die Würdigen stets in die Schlacht führen. Dort sorgt er dafür, dass die Anhänger ihre Feinde vernichten und sich den hart erarbeiteten Weg zum Ruhm bahnen. Auswirkung: Anführer produzieren Einigkeit plus 1, imperiale Wächter produzieren Einigkeit plus 0,5 und Armeeschaden ist 20% plus. Ehre des Kriegers. Alle Ehre entspricht dem Ringen um Stärke und ein würdiges Leben gipfelt im Heldentod in der Schlacht. Ohne Krieg kann es keine Ehre geben. Ausweichen Schiffe plus 10%, Zielgenauigkeit Schiffe plus 10%, Baukosten Schiffe minus 10%. Okay. Was haben wir hier? Die Decken. Kleiner Moment. Dekoriert. Moral, Armeen plus 20%. Erfahrungsgewinn, Armeen plus 93%. Der Anführer hat sich durch zahllose ehrenhafte Taten hervorgetan und ist rasch in die Hierarchie aufgestiegen. Aha. Gut vernetzt, monatlicher Einfluss plus 1. Gespräche hinter verschlossenen Türen, alle Familienband und Freunde in einer hohen Position verschaffen diese Anführer einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Ja. Ist das nicht hier eine von den Schwestern? Da kommt mir auch bekannt vor. Also, ich bin kein Spezialist. Also, ich finde Star Trek super, also gut. Ich habe schon als Kind Star Trek geguckt. Ja. Die Enterprise damals.
Zwischendurch habe ich sogar, ich war noch so klein und geguckt habe, Schiss hatte. Manchmal, bei manchen Folgen, wenn ich mich so dran erinnere. Ja. Aber wenn die Klingonen vorkamen, kann ich mich dran erinnern, die haben mich immer fasziniert, schon damals. Und ja. Die sind ja eigentlich gar nicht. Das ist ein Kriegervolk, aber sie sind eigentlich nicht kriegerisch, so sehe ich sie. Sie überfallen nicht einfach so den nächsten hier los. Wenn ich das nicht falsch schleife, ist ja auch falsch. Auf jeden Fall, sie haben mich immer fasziniert. Und jetzt kann ich sie mal spielen. Und die Geschichte von ihnen schreiben. Ein Clanreich. Mit den Champions von Kales verfügt das Klingonenreich über die mächtigsten Krieger, die die Galaxie je gesehen hat. Klingonen sind bereit, für ihre Ehre und ihren Rang zu sterben und akzeptieren keinen Rückzug im Kampf um die Erweiterung ihres Territoriums. Ja. Okay. Tutorial spielen? Nein. Einstellungen hatten wir schon. Moment mal kurz. Ah, die Einstellung. Alpha, Beta, Medium, Galaxiegröße. Ja, lassen wir. Technologiekosten, bewohnbare Welten. Prevorp-Zivilisation, Krisenstärke. Skipper, Moment. Captain. Wenn das so ist wie bei Stellaris, da ist ja ein Stellaris-Mantel drunter oder Gerüst. Es ist kein Stellaris. So was ich bis jetzt da gesehen habe, Whiting Bull, hat es nicht so viel mit. Ist das Gerüst da drunter, aber es hat nichts mit Stellaris zu tun. Und, ah, wer war das? Ich habe noch einen anderen gesehen, der hat da auch über gesprochen. Ich weiß jetzt nicht wer. Der hat das auch nochmal gesagt. Das heißt jetzt nicht, weil er es gesagt hat, ist es so, aber ich bin seiner Meinung. Also, wenn es so wie bei Stellaris ist, Skipper normal. Das ist Anfänger, da wäre das gegenüber den Linksten, da wäre ausgeglichen. KI und ich hätten dieselben Teile in Sachen. Und da werden die KIs ein bisschen bevorteilt. Aber wir bleiben nochmal Skipper. Ich kenne es noch nicht. Garantien bewohnte Welten, ja, logische Wachstum, Obergrenze. Skalin Iron Modus aus. Nein, wir machen Iron Modus an. Spiel gibt es für Errungenschaften. Also das heißt, ich kann keinen alten Spielstand laden. Hoffentlich passiert mir nicht bei Old World. Ah ne, das speichert ja mal automatisch. Okay. Zurück. Ist das jetzt drin? Ja. Also, es gibt kein Zurück. Jede Aktion, die wir tun, ist fest. Kann man nichts dran ändern. Auswählen. Es gibt kein Zurück. Nur der mutige Krieger geht voran. So. Okay. Ein Schluck Kaffee. Klingon Empire. Militärisches Imperium. Das Klingonische Reich wurde vor über tausenden von Jahren von Kales, den Unvergesslichen, gegründet. Das Kriegerethos ist im täglichen Leben allgegenwärtig, da jedes Hindernis als göttliche Prüfung der legendären klingonischen Tapferkeit gesehen wird. Die Spiritualität der Klingonen spiegelt diese Dualität des Pfades des Krieges wider. Gewaltsame Konflikte führen zu ruhigerer Besinnung und fortwährende Suche nach Erkenntnis und Sinn. Auf der galaktischen Ebene sucht das Imperium ständig nach würdigen Gegnern, um seine Stärke zu beweisen, aber auch nach Verbündeten, die in der Lage sind, ehrenhaft zu kämpfen und sich vielleicht sogar den Respekt der Klingonen verdienen. So. Energie. Okay. Oh, ja. Behalten wir den, aber halten wir den nicht.
Abschalten. Hm, der quatscht die ganze Zeit. Kann ich den Einstellungen barrierefreies Chat spielen? Spiel. Unsere Sperrdauer kurz scrollen. Aktivitätsteam eigenes Pop-Tipps. Audio. Berater-Lautstärke. Ja, machen wir mal so. Kann ich den nicht ausschalten? Hier, ihn hier. Das hat doch der Wilding Bull auch gemacht. Hat er doch erwähnt. Ist egal. Tipps, Ereignis, Bob-Arts, einmal links. DVD-Steam, ein Scrollen, Bildschirmrand, Kurzinformation. Zögern. Okay, fortfahren. Ah, brauchen wir ihn? Wir sind Klingonen. Trifft ihn sicher nicht, die Galaxie zu erobern. Was? Die Galaxie, ja, schließen. Vielleicht kann ich ihn ja auch wieder einschalten. Oh, oh, mal gucken. Wir haben... Hier ist die Galaxie. Kann ich die Galaxie auch mit WASD? Ja. Nach oben geht nicht. Ja, weil ich die noch nicht kenne anscheinend. So. Hier ist das die Föderation. Hier sind die Romulaner. Krios. Narendra. Unbekannt. Ah, interessant. Bei... Es hieß doch, die Karte ist immer gleich. Aber ich weiß, dass Kitomer... Hier ist schon... Kitomer müsste doch... Moment, ich verstehe. Also, weil, Martin, wo habe ich gesehen? Da war das hier noch nicht besiedelt. Da ist ja auch das Kitomer-Massaker passiert. Ist das dann, wenn du als Klingone anfängst, schon vorbei? Schon geschehen? Anscheinend. Er hatte nämlich... Okay, akzeptieren wir das einfach mal so. Da ist Kronos. 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 Wir haben hier einige Flotte. Und da ist unser Wissenschaftsschiff. Ah, können wir schon mal anklicken. Wir könnten das hier. Nein. Wir werden den nächstliegenden Planeten System erkunden. Unsere eigene Flotte, die kann auch System aufdecken. Flieg mal dahin. Moment mal kurz, du bist... Gouverneurschiff. Ne, Moment mal kurz, das kann man... Gouverneurschiff... Zurück. Das Gouverneurschiff kann auch...
wenn ich das richtig verstanden habe, in verbessert die Arbeiterprodukt speziellen Arbeiter. Deuterium. Legierungen. Notfallbewohnerindoktrin. Mögliche scheinen unentschlossene Bewohner von eigenen Prinzipien zu überzeugen. Mhm. Senkt Kriminalität, ich glaube, das lokale Stabilität erhöhen, brauchen wir spezielle Produktion erhöhen. Wir nehmen verbesserte Arbeiterproduktion. Meine Nase juckt. Oh. So. Du fließt dahin. Konstruktionsschiff. Da könnte ich Deuterium abbauen, wenn ich das richtig sehe. Oder habe ich da schon eine Station? Ist das die Station? Hm. Warte mal. Ist das wie bei... Grün ist, wird abgebaut und Weiß ist noch nicht abgebaut? Oder wie war das noch? Ja, sieht so aus. Habe ich noch irgendwas anderes hier? Warte mal, wenn ich hier rausgehe, kann ich doch hier... Ah, da sehe ich die Planeten, genau. Ausbildungskartenmodus. Diesen Ausbildungskartenmodus aktiviert werden auf der Galaxiekarte noch mehr Informationen angezeigt. Einige oder informativ werden auch abhängig der ausgewählten Flottentyps angezeigt. Ah. Okay. Wen habe ich denn? Konstruktionsschiff. Ja. Moment. Ah. Ah, verstehe. Wenn ich ein Konstruktionsschiff anklicke, kommt das automatisch. Ja. Und hier kann ich noch drei mit Mineralien abbauen. Da, Weiß, genau. Drei Mineralien. Wenn ich hier... Bergbaustation kostet mich 100 Mineralien. Machen wir. Wie viele Mineralien habe ich? 100. Oh. Dauert eine Zeit, bis ich Mineralien wieder zusammen habe, aber wir machen es. Muss erstmal hinfliegen, klar. Dann haben wir noch. Da ist unsere Militärflotte. Oh, wir haben schon Garros Design. Okay, wo sind die Trekkies, die mir erklären, was für ein Design das ist? So gut bin ich auch nicht. System aufdecken. Boah. Wenn sie schießt haben, haben sie Pech gehabt. Was ist das? Molekulare Revisionsfeld. Die Effekte molekularer Revision auf lebende Organismen können unvorhersehbar bis katastrophal sein. Oh. Bevölkerungswachstumsschwäche minus 20, Sensorenreichweite minus 1. Okay. Bajor. Kann ich Bajor die Unabhängigkeit garantieren? Ach, da muss ich dann erstmal hinfliegen oder so bestimmt. Okay, geht nicht. Was ist das hier oben? Physikforschung. Ah. Das sind die Dinger wie bei Stellaris, dass man da oben aufklebt. Ah, das ist cool. Mhm. Multispektrale Schilde. Moment, was kann er denn? Er ist ein höchst erstaunter Sozial. Hm. Das ist ja bescheuert. Aber er. Xenoanthropologie Sozial. Oh, alle drei sind. Das ist ja nicht schlecht. Verpüre Gesandte plus 1. Muss ich mal gucken, wie Gesandte ich habe. 0 von 0 Gesandten wurden auf Aufgabe zugewiesen. Okay. Gesandte können eine Reich, ein
Sand werden, um eine Reihe von diplomatischen Aufgaben durchzuführen, wie die Assimilierung kleiner Mächte für die Föderation und die Romulaner, wodurch sie ihre Staatselemente erhalten. Durch bestimmte Staatselemente Missionen erlassen und Gebäude können sie weitere Gesandte erhalten. Okay. Also. Maximal Fähigkeitsstufe Wissenschaftler plus 1 erhöht die Anzahl der maximal rekrutierbaren. Okay. Hüsterle ist weg. Lierung vertest auf Profile. Einzelstudierende hilft. Wo war das denn jetzt? Fähigkeitswissenschaftler plus 1 erhöht die Anzahl der maximal rekrutierbaren Wissenschaftler. Imperiale, neues Gebäude, imperiale Herrenhäuser. Häuser, die für den eigentlichen Genuss des Komforts errichtet wurden. Sie sind für jene reserviert, die sich durch besondere mutige Taten im Dienste des Reiches auszeichnen. Demokration, Wohnungen plus 10, Dienstleistung plus 10. Imperiale Herrenhäuser. Unterhalt, was ist das da? Dilithium. Dilithium kriege ich noch nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht so schnell kriegen. Ich glaube, die Gesandten sind wichtiger. Der Gesandte, den machen wir erstmal. Tegret, keine Ahnung. Höchst erstaunt. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien plus 35, Forschungsgeschwindigkeit neue Welten plus 15. Sekunde mal kurz. Wo ist unser Wissenschaftsschiff? Forschungsschiff. Physik, Forschungsschwindigkeit, Feldmanipulation, Lebensdauer. Ich glaube mal, ich tausche die aus. 39, 31. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien plus 35%, Forschungsgeschwindigkeit neue Welten plus 15%. Kindliche Ehrfurcht vor dem Universum treibt diesen Anführer dazu, in sein Streben nach wissenschaftlicher Entdeckung über sich hinauszuwachsen. Mal gucken, ob es da genau dasselbe drunter steht. Ja, also es ist nur. Du gehst dahin. Ja. Okay. Flotte reparieren. Ah, interessant. Mein Forschungsschiff ist trotzdem unterwegs, ja? Dann gehen wir mal zurück zur Physik. Physiker. Integrierte Kybernetik. Physik. Ja. Krellig. Was ist dein besserer Platz? Auch wenn gerade. Oh, doch, habe ich sogar. Oh ne, das ist eher Rom. Kann ich ihn hier einsetzen? Ah, Moment. Moment. Ich habe ihn falschen. Physikforschung. Wo bist du? Bist du? Du musst da rein. Ja. Jetzt haben wir es. Ja. So. Oh, in der ersten Folge wird nicht viel passieren. Ich glaube, da wird nur eingestellt. Aber ist ja auch wichtig. So, passt. Nutzbarmachung, Kräfte in 15%. Ja, das passt doch. Multispezialschilder. 17. Und dann brauchen wir hier noch einen Wissenschaftler. Verfügbar er. Auch wenn er ein sozialer ist. Aber ich glaube nicht, dass ich mir neue Wissenschaftler leisten kann. Können wir ja gleich mal kurz gucken. Minenfeldgenerator. Minenfelder sind ein bisschen unfair, also nicht ehrenhaft. Wir sind ja Klingonen, nicht ehrenhaft. Hat sich das gerade geändert? Hatte ich gerade nicht was anderes hier? Oder vertue ich mich da, Ingenieur? Oder war ich bei Ingenieur noch gar nicht? Baugeschwindigkeit Bird of Prey plus 25%, Ausweichen Schiffe plus 5. Ne, das interessiert mich mehr. Ausweichen, Schiffe plus 5. Wir nehmen das. 2%, ja. So. Dann haben wir hier
genau, wie bei Dings. Technologie, Flottenmanager, Schiffsdesigner. Schiffsdesigner. Neues Design. Word of Prain. Oh ja, das sieht ja geil aus. Ah, das sieht gar aus. Ah, da muss ich der. Dann gebe ich bestimmt dem Bird of Prey einen Klassennamen. Okay. Hier M. Phasergeschütze. Salvenfaser. Kleine Plasmaladungen. Was bringen mir die? Auf M. Ich habe nur M. Mittlere Plasmaladung. Typ Explosiv, Schaden 150, sondern 50. Ich möchte mir mal den hier angucken. Du hast klar mittlere Plasmaladung. Mittlere Plasmaladung, wo sind die denn? Schade, dass das darüber geht. Man sieht nicht, wo die sind. Mittlere Salvenfäser. Lassen wir die Klasse und das ist klar, das sind die Sachen, die dann noch, das sind die, genau, Verteidigungsplattform, sehr interessant. Neues Design, Verteidigungsplattform. Okay, speichern, Finish Design, Design löschen. Kann keine Änderung machen. So, wir könnten. Interessant. Deflektorschilde. Was hat denn unsere Deflektorschilde? Aber warum kann ich hier 3 rein, 4 rein machen? Und der hat nur mittlere Stations. Ah, Moment. Leichte Stationssektion. Kann ich das? Ah, Verteidigung. Nee. Vorlage übernimmt. Moment. Machen wir das mal. Benenne aktuelles Schiffsdesign um. Ah, leichte Sektion. Kann ich hier irgendwo automatische Verbesserung? Leichte. Okay. Dann kann ich jetzt hier Phasen reinmachen, wenn ich will. Die sollte man lieber vielleicht auf L machen. Kleine Plasma-Phasen-Punktverteilung. Phasen. Ah, warte mal. Phasenpunktverteidigung. Was bringt die? Schaden 1 bis 4. Punktverteidigung, Energie. Genauigkeit 75%. Wie ist die Genauigkeit hier? Zielgenauigkeit 10%, Genauigkeit 100%. Genauigkeit 50%, Zielgenauigkeit. Zielgenauigkeit 10%. Reichweite 30%. Ich keine Ahnung. Salvenfäser machen wir neu rein. Oh. Und du kriegst eine Tritanhülle und Deflektorschilde. Warte mal. Einfach nur, weil es mir besser gefällt so. Und A wäre Reaktor-Subbatterien.
Nee, machen wir nicht. Speichern. Haben wir die jetzt hier irgendwo? Verteidigungsplattform. Ah. Automatische Verbesserung. Garrus, Bird of Prey, den lassen wir. Aber wie kann ich Verteidigungsplattform? Ich kann keine Slots mit Waffen unterstützen füllen. Dadurch können Komponenten aus dem Slot ersetzt oder entfernt werden. Okay, das schlägt er mir vor. Das machen wir auch. Leichte. Mal gucken, ob er das immer schreibt dann. Speichern. Es gibt Design, dann aktuell Design überschreiben. Ja. So, dann ist das Leichte jetzt. Habe ich sogar gar nicht mal so falsch gelegen hier. Die wurde mal automatisch generiert, ja. Horus. Finish Design bleibt. Sein löschen wollen wir nicht. Automatische Verbesserung, ja. Das habe ich lange genug hier rumgefummelt. Nichts passiert. Wir wollten gucken. Markt, Kontakt, Missionsprotokoll. Können ja schon mal starten hier. Mauerwerk, der neue Thronerbe, ja, wird den Thron nach dem Tod unseres Herrscher besteigen. Okay. Und wir unterstützen Majorana Romula. Okay. Oh. Genau, das ist es, was ich meine. Kitomer. Die Asche von Kitomer. Ein feiger Befehl der Remulane auf unsere Kolonie Kitomer hat im gesamten Klingonischen Reich für Entsetzen gesorgt. Die Zahl der Opfer dieser sinnlosen Massaker geht in die Tausende. Ein Imperium, das wir einmal für unsere Verbündeten hielten, hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Es hat uns einen Teil unserer Territorien mit unschätzbarem Wert direkt vor der unseren Lochdu gestohlen. Für sie sind wir Bestien, die sie kontrollieren, ermorden können, ohne dass es Konsequenzen hat. Wir werden Rache üben. Die Trommeln des Krieges erschallen. Es gibt nicht eine klingonische Seele, die nicht nach romulanischem Blut dürstet. Das klingonische Reich wird sich beweisen, indem es seine Feinde vernichtet, neue Allianzen schmiedet und alle erobert, die sich ihm im Weg stellen. Die Tore des Staffer Corps erwarten. Wir werden andere Situationen proaktiv begrüßen. Wir werden jede neue intelligente Spezies, die wir begegnen, mit Respekt behandeln. Kommt drauf an. Wir werden andere Situationen vorsichtig begehen. Wir wissen, dass unser Universum groß und unversehbar ist. Wir werden das bei einem möglichen Erstkontakt berücksichtigen. Wir werden anderen Situationen gegenüber aggressiv auftreten. Wir werden jede neue... Nee, absolut aggressiv sitzt hier auch nicht. Ich würde sagen, das passt eher zu den Kandesianern. Nein, wir werden uns also vorsichtig begegnen. Ja, achtsam, das machen wir. Oh, unser Raumschiff ist angekommen. Oh, ist auch nicht viel hier. Oh, das ist ein Planet. Ein einziger. Okay. Unser Schiff ist hier auf dem Weg. Gut. Bin komplett auf den Grund gekommen. Gegangen. Unsere Spione arbeiten mit Hochdruck daran, die Identität der Romulaner in Erfahrung zu bringen, die für den Tod von 4000 Klingonen von Kitomer verantwortlich sind.
wählten die Romulaner nach der Schlacht von Narendra III vor Jahren vernichten sollen. Aber solange wir nicht mehr darüber wissen, warum sie diese Zeit gewählt haben, um unsere Kolonie anzugreifen, stehen unsere Spione uns nicht zur Verfügung. Die Lage ist in der gesamten Galaxie weiter angespannt. Wir müssen auf unsere Ziele konzentrieren. Wir werden jene ergreifen, die an diese Gräueltaten schuld sind, und sie zur Rechenschaft ziehen. So Karl es will. Einigkeit erhalten 410. Das ist schön. Wir sollten mal auf unser Heimatplanet gehen. Und wo haben wir denn... Wie viele Planeten haben wir denn schon? 4. Ah. Wie sieht's mit Bewohnern aus? Wir haben 0 A. Was ist das denn? Und steht ein Mega Bajoran. Okay. Klingonen. Das ist klar. 17 Monaten zum Wachstum. Jobs. Büroangestellte. Ich glaube. Wir machen plus 44. Baueimer. Bergbauschulden sind abgeschlossen. Mineralien. Plus 44. Das ist gut. Okay, dann haben wir in 2 Monaten. Ah ja. So, wir machen jetzt hier eine Pause. Kann ich auf Space pausieren? Ja. Und speichert sowieso automatisch jeden Monat. Und wir machen jetzt für diese Folge hier einen Cut. Ich sag mal dann bis zur nächsten Folge. Es bleibt spannend, was mit Kito mehr zu tun hat und so. Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, hoffentlich.